So, liebe Leute, es geht weiter mit FIFA und dem Pokalspiel beim SV Werder Bremen. Ich muss ja dieses Spiel leider nochmal neu machen. Ich hätte euch gerne das Original gezeigt. Ja, es liegt einfach daran, dass irgendwie sich die Folge verabschiedet hat und deswegen muss ich es nochmal neu machen, neu spielen. Und bin froh, dass ich das trotzdem euch nochmal zeigen kann. Oder es zeigen kann, dass ich die Folge noch rausholen kann. Gut, wir gehen mal nach Bremen. Auf geht's. So. Gut, gehen wir rein ins Match. Ja, wir wollen natürlich weiterkommen. Wir wollen natürlich ins Halbfinale und dazu müssen wir heute die Hürde Bremen nehmen. Das wird nicht ganz einfach werden, das ist ganz klar. Nach dem letzten Spiel, diesem Unentschieden gegen Nürnberg, wo wir wieder mal 2 Punkte liegen gelassen haben und mittlerweile jetzt 5 Punkte in den letzten 3 Spielen verloren haben auf die Spitze, wollen wir natürlich jetzt mit dem Sieg gegen Bremen weiterkommen. Und danach geht es gegen Köln. Aber jetzt erstmal Bremen. Das ist erstmal das ist etwas die etwas wichtigere Aufgabe. Wie gesagt, ich hätte euch original gezeigt, es war ein richtig klasse Pokalfight. Mal gucken. Aber es ist eh nicht im. Aber es ist jetzt. Völlig klar. Eh nicht hinbekommen. Dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen sein Ex-Club. Gleich geht's los. Live bei EA Sports. Wir melden uns heute aus dem Weserstadion, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Spiel. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und bei uns steht am heutigen Tage das Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Werder Bremen gegen Schalke 04. So, Viertelfinale also in diesem Wettbewerb. Die Nerven spielen eine immer größere Rolle. Das haben wir alles schon erlebt. Und natürlich ist das kein Selbstläufer. Du musst Bestleistung bringen, sonst bist du ganz schnell raus. Genau so ist es. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Bei ihnen sehen wir heute ein 4-3-3. Buschi. Die Marschrichtung ist klar, würde ich sagen. Mit 3 Stürmern geht es einfach ab nach vorne. Also Volloffensive der Bremer. Wir bleiben natürlich bei unserem 4-2-3-1, so ist es richtig. Mit ein bisschen Rotation hoffe ich, dass ich diese Hürde nehmen kann. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Das ist es halt. Na dann, auf geht's, Pokalspiel in Bremen. Weg, wer zieht das Halbfinale ein? Alfredo Morelos. Ob wir den nicht ins Pokalspiel, Pokalfight sehen, wie damals beim, beziehungsweise beim Original. Gegen die Laufrichtung. Stand vor diesem Spiel so ein wenig im Vordergrund. Denn er spielt heute das erste Mal gegen seinen ehemaligen Verein. Das sind besondere Spiele. Und er schießt! Boah, erste Chance der Schalke durch Karl Lecic, der aber nicht. Kein Tor in dieser Szene eben. Ist den Keeper entscheidend überbezwingen kann. Wie das ging. Der aber gut hält auch, muss man auch mal sagen. Das die richtige Entscheidung war, Fahne so. Ja. Gut gestört da. Alfredo Morelos. Guter Ball nach rechts außen. Das war nicht schlecht. Oh, Zepter. Nur so nebenbei, ich habe übrigens ein neues Headset. Deswegen kann es sein, dass sich das ein bisschen anders anhört als beim die letzten Folgen. Herr Wedi.
Marco Richter. Und das wurde dann im letzten Moment dann noch gestört, den Schuss abgeblockt. Aber ich weiß überhaupt nicht, schon den Schuss abgeblockt, sondern die Situation einfach entschärft. Agu! Aber gut abgelaufen da. Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Abseits. Fuck. Ja, noch ist nichts Entscheidendes passiert. Der Keeper der Bremer konnte jetzt. Konnte jetzt ein, zwei Mal entschärfen. Gossens, jetzt hat er mal ein bisschen Platz. Und ganz außen vorbei. Schade. Aber da war irgendwas noch dran, also gibt es jetzt die Ecke. Robby Gossens. Coutinho! Nächster! Eckball! 2:30. Und Tor! Paulinho! Unhaltbar! 1-0! Oder beziehungsweise 0-1! Also schönes kurze, keine Chance für den Keeper bei der Gewalt. Spielfeld dran, seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Schalke 04 liegt in Führung. Schalke 04. Die Nummer 10, Paulinho. So, auf jeden Fall schon mal Rudi. Das 0:1. Und die Bremer sind eigentlich gar nicht so schlecht in dieser Partie. Haben so ein, zwei Situationen gehabt bisher, aber noch nichts Gefährliches. Schön, das war wichtig. So, da ist die Gefahr fürs Erste bereinigt. Über Eden Hazard wurde in letzter Zeit viel gesprochen. Denn aktuell hört man immer wieder aus seinem Umfeld, er erwägt wohl ein mögliches Karriereende. Vielleicht müssen wir uns also bald von einem ganz großen verabschieden. Ja, ah, die Flanke, das kommt durch. Begeistert hat. Aber irgendwann spürst du als Profi all die Jahre, all die Spiele, die du auf dem Buckel hast, und dann fragst du dich einfach, tue ich mir das noch länger an? Großes. Das dürften die Gedanken sein, die eben durch den Kopf gehen. Gossens 2:0. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung, das war Weltklasse durchgelaufen da. Das war wirklich Weltklasse da durchgelaufen. Dann haben sie das 2 gegen 1 und da bist du jetzt Torhüter achtlos, wenn das so clever ausgespielt wird. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft. Also zumindest mal so eine Art Vorentscheidung, aber noch ist natürlich nichts entschieden. 2:0, im Moment läuft es natürlich für sie. Die Nummer 9. Die Nachspielzeit wird angezeigt. Kalajdzic-Schiffels. Und damit ist Pause. Man führt mit 2:0. Und zwar durchaus zu Recht, denn sie waren hier das bessere Team. Es könnte klappen mit dem Halbfinaleinzug. Also, wie gesagt, entschieden ist hier natürlich nichts. Ich stehe den Hammer von Paulinho und diesen Ding von Gossens, der da durchlief. Und dann, ja, Kalajdzic, der das Ball, den Ball einfach nur reinschieben musste, noch 2:0. Aber noch ist 45 Minuten Zeit für die Bremer, hier noch ein bisschen was draus zu machen. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit kommen. Ah, schönes Ding hier, Gossens wieder. Ja, ich sage euch übrigens nach der Partie das Ergebnis, was beim ersten Versuch übrigens rauskam. Gutes Pressing jetzt. Ah, schade.
Es gibt einen Transfer bei Man United zu vermelden und das ist, wie man hört, natürlich ein absoluter Wunschtransfer. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat für den Spieler. So, jetzt kommt die Bremer mal. Gutes Ding hier. Das war wichtig. Baku. Ja, der wird abgefangen, der Ball, Rudi. Alfredo Morelos. Kein Fall. Nein, 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 nein. War gut und sauber Ball gespielt. Marco Richter. Viel zu sehen war noch nicht von ihm. Aber der braucht halt nicht viele. 0-3. Auf der einen Seite gibt es einen Elfmeter nicht und auf der anderen Seite machen wir es. Und das könnte der Weg ins Halbfinale sein. Wieder ins kurze Eck. Sah der Keeper so gut nicht aus, aber interessiert mich nicht. Hauptsache das Ding ist drin. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, 3-0 ist natürlich schon mal eine Vorentscheidung. Bremen spielt gegen die Bayern. Genau, Marco Richter. Und das wäre tatsächlich mit dem 4-0 wäre wahrscheinlich die Entscheidung gefallen. Ecke kommt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Flagge kommt kurz. Da ja. Können sie erstmal klären. Und die Situation ist wieder bereinigt. Können die Bremer nochmal irgendwie was zurückbringen? Rudi. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Pedro Mendes. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark. Aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes. Also Marco Richter vielleicht auf dem Weg zur Entscheidung. Gerechnet. Ich bin von einem knappen, spannenden Spiel ausgegangen. So kann man sich durch. Der geht nicht rein. Jetzt immer noch nicht. Also es wird jetzt langsam da, läuft jetzt langsam dahin. Da die kleine Erinnerung. Wie gesagt, wir haben das Spiel dann auswärts in Köln, da haben wir im Hinspiel nur 1-1 gespielt. Es geht gegen den ersten FC Köln. Im nächsten Bundesligaspiel, da kann ich keinen Favoriten ausmachen. Ball läuft ab, wird abgelaufen, Baku. Pass wird abgefangen, aber das war auch schlechter Pass da vorne hin. Anspiel kommt gut. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und er abseits. So, damit ist das Ding durch sein und wir im Halbfinale stehen. So, wird ein Dreifachwechsel werden, weil, ja. Gleich wird hier ausgewechselt. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Und Reus. Reus vielleicht jetzt nochmal. Burkhardt. 4-0. Entscheidung. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Wir stehen im Halbfinale. So, da kann ich euch das Ergebnis vom Original sagen. Es ging nämlich 3-5 aus. Wir lagen damals bis zur 78. Minute mit 2-3 hier in Bremen zurück. Und dann kam Johnny Burkhardt und da zielt er noch 3 Tore. Ich hätte euch gerne diese Folge gezeigt, das war so ein geiles Spiel, aber dann zeige ich euch halt leider dieses Spiel. Also das ist leider, wir sind weiter, aber das hatte wieder doch vom Unterhaltungs von der Unterhaltung her bestimmt deutlich angenehmer gewesen. Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen.
Stille im Stadion. Also mit so einem Auftritt der Mannschaft haben die wenigsten gerechnet, ganz offensichtlich. Ah, gut. Die Euphorie vorher riesengroß, davon ist nichts übrig geblieben. Reus. Kann er was draus machen? So, vielleicht doch mal. 0-5. Und da haben sie den Keeper sogar noch getunnelt. Nein, ja, da war ich nicht gerichtet, das ist hier nur Umkrieg. Ich dachte, okay, der. Naja. Dann ungefähr, wie gesagt, ich habe euch gerne die Originalfolge gezeigt, aber irgendwie habe ich mir die trotzdem sehr gut. Ich bin froh, dass ich den nochmal laden konnte, den Speicher dann, und euch dieses Spiel gezeigt habe. Und der nächste Gegner heißt Köln. Ganz toll, also überragend, hat mich total überzeugt, und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So. Coutinho. Gut. Wie gesagt, damit herzlich willkommen im Halbfinale. Wie gesagt, nächste Gegner ist Köln, das sehen wir uns dann. Na, noch nicht ganz. So, das Spiel Frankfurt in Stuttgart ist noch nicht angepfiffen worden. Und doch, jetzt ist es zu Ende. Im Endergebnis Frankfurt ist weiter. Könnte also unser Halbfinalgegner sein. Könnte, wie gesagt, das steht noch nicht wirklich fest. Ja, was feststeht, ist, dass die Folge zu Ende ist und wir uns in der nächsten Folge wiedersehen gegen den 1. FC Köln. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet.